So, hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns zusammen das neue Lego Ninjago Magazin an. Das ist die Nummer 63 aus dem Juni 2020. Sie kostet in Deutschland 3,99 €, in Österreich 4,40 € und in der Schweiz sind es 7 Schweizer Franken und 90 Rappen. Und ihr seht ja schon, heute bekommen wir 2 coole Extras mit zu dem Magazin dazu. Zum einen ist es eine Minifigur von der Nia und zum anderen noch eine limitierte Sammelkarte, die LE18 Action Cole vom neuen Lego Ninjago Trading Card Game Serie 5. Okay, ich habe hier schon mal alles aus der Folie rausgeholt, das Magazin und die beiden Extras. Die Extras schauen wir uns natürlich nachher nochmal ein bisschen genauer an, aber als erstes werfen wir auch heute wieder einen kurzen Blick in das Magazin. Okay, dann blättern wir jetzt mal zusammen ein bisschen hier durch. Hier auf der ersten Seite haben wir dann natürlich wieder das Inhaltsverzeichnis. Da geht es auf der Seite 4 los mit dem Extra von der Minifigur Nia. Dann geht es weiter auf den nächsten beiden Seiten mit ein paar Rätseln. Dann kommt das Comic, das ist natürlich wieder in 2 Teile aufgeteilt. Es wird wieder ein Spiel geben, zudem gibt es noch die Toy News, weitere Rätsel, die Fanpost und natürlich die Vorschau auf das nächste Magazin. Hier sind wir dann auf der Seite 4 und 5. Hier gibt es dann wie gesagt ein paar Informationen zu der Minifigur Nia. Rechts unten haben wir auch noch eine kleine Aufbauanleitung für die Minifigur und den Speer. Und rechts oben haben wir dann auch noch das erste Rätsel. Auf den nächsten beiden Seiten haben wir dann 2 weitere Rätsel. Einmal links den Ladefehler und rechts die Wege der Ninja. Auf der Seite 8 haben wir dann die Mission Kaputte Kopien und auf der Seite 9 gibt es eine Umfrage. Auf der Seite 10 geht dann das Comic los, das werde ich natürlich wieder überblättern. So, hier auf der Seite 16 ist dann die erste Hälfte des Comics vorüber. Hier haben wir jetzt ein weiteres Rätsel und zwar Würfle deine Helden. Und auf der nächsten Seite sieht man ja schon einen Teil des Posters. Die beiden Poster werde ich auch mal kurz raustrennen. So, und hier sehen wir dann mal das erste Poster von Lloyd. Hier haben wir ihn auch wieder in seinen 3 verschiedenen Varianten. Also hier einmal in der digitalen Form, dann hier einmal in der Legacy-Variante oder in dem normalen Ninja-Anzug und hier hinten dann noch als Avatar. Diese Poster gab es ja auch schon von Kai und Jay in den beiden vorigen Magazinen. Die finde ich eigentlich immer ganz cool. Und hier auf der anderen Seite haben wir dann das Poster mit der Nia und zwar Nimm die Welle. Das muss ich sagen, sieht auch extrem cool aus mit den ganzen Wassereffekten im Hintergrund und Nia dann eben mit ihrem Speer im Vordergrund. Und ihr könnt heute natürlich auch wieder abstimmen, welches dieser Poster euch besser gefällt. Entweder dieses hier mit der Nia oder eben das andere hier mit dem Lloyd. Die Abstimmung findet ihr, wenn ihr rechts oben auf den weißen Kreis mit dem i klickt. Gut, und hier seht ihr noch kurz das Ergebnis aus dem letzten Magazin. Da habe ich euch ja auch gefragt, welches Poster findest du cooler? 747 Leute haben da mitgemacht, das ist wieder richtig klasse. Und 82% haben sich da für das Poster mit Kai entschieden. Gut, dann schauen wir weiter in das Magazin. Hier auf der nächsten Seite hat man dann die Werbung, dass man das Heft natürlich auch wieder abonnieren kann. Und auf der nächsten Seite geht das Comic weiter, das werde ich natürlich wieder überblättern. Die zweite Hälfte des Comics ging dann bis Seite 27 und hier auf der Seite 28 haben wir jetzt das Spiel, das große Speerwurfduell. Um das spielen zu können, muss man halt das Magazin kurz drehen. Dann haben wir auf der Seite 30 das nächste Rätsel und zwar die Ninja erobern Unagamis Tempel. Und unten haben wir noch das Rätsel Hilf den Helden und rechts haben wir dann ein paar Informationen zum Tempel des Unsinns. Auf der Seite 32 haben wir dann das letzte Rätsel und zwar Wer gewinnt das Gamer-Turnier und auf der Seite 33 haben wir dann noch die Fanpost. Und hier auf der Seite 34 haben wir dann die Vorschau auf das nächste Magazin. Das erscheint dann am 9. Juni und da bekommen wir auch wieder eine Minifigur, dieses Mal von Jay und zum anderen bekommen wir noch eine XXL-Karte von Digi-Lloyd. Okay, und dann schauen wir uns jetzt noch zusammen die Extras an und ich würde sagen, wir starten hier mal mit der limitierten Karte, die LE18 Action Cole. Die Karte findet ihr dann bloß in diesem Magazin und ich habe es ja schon oft gesagt, die limitierten Karten der Serie 5 gefallen mir ziemlich gut mit diesem goldenen Rand, die machen sie so richtig edel. Dann ein cooles Motiv natürlich auch hier mit Cole und seinem Hammer und die Werte sind natürlich auch nicht so schlecht, vor allem hier der Abwehrwert mit 101 ist richtig stark und 100 im Angriff ist natürlich auch nicht so schlecht. Zudem hat er noch 82 oben im Tempo und 62 hier unten in der Power. Also alles in allem auf jeden Fall eine starke Karte, die optisch auch richtig gut aussieht. Und ja, wie gesagt, die findet ihr dann bloß in diesem Magazin. Gut, und hier haben wir dann noch das zweite Extra, die Minifigur von der Nia. Ich hole hier mal alles aus der Tüte raus und dann baue ich die Figur mal kurz zusammen.
So, und hier haben wir jetzt schon die aufgebaute Minifigur von der Nia mit ihrem coolen Speer. Der Speer wurde aus 4 Teilen zusammengesteckt, aber sie hat noch weitere Bewaffnung mit dabei, und zwar ein silbernes Katana, das steckt hier hinten in dieser Katana-Halterung. Das war ja auch ein neues Teil von den Ninja in der Staffel 11. Das bietet dann Platz für ein Katana, und das Bandana von der Maske kann sich hier auch problemlos an der Seite noch vorbeiwinden. Also das sieht ziemlich gut aus. Die Maske sieht sowieso ziemlich gut aus. Ich mag die Farbkombination hier, dieses Gunmetal Grey mit dem Hellblau. Das geht dann natürlich auch bei Nias Ninja-Anzug weiter. Ich habe jetzt hier mal das komplette Zubehör abgenommen. Dann können wir uns die Bedruckung des Anzugs ein bisschen genauer anschauen. Der ist eben auch in diesem Grau mit den hellblauen Details. Das gefällt mir ziemlich gut. Der breite blaue Gürtel geht dann auch schön auf die Beine über. Und das ist hier ja der Ninja-Anzug aus der Staffel 11. Schauen wir uns den nochmal kurz von hinten an. Dann sieht man zum einen, dass die Nia auch noch ein zweites Gesicht hat. Hier schaut es ein bisschen fröhlicher rein als auf dem ersten Gesicht. Und zudem sieht man noch die Rückenbedruckung. Die war ja gerade noch von der Katana eine Halterung verdeckt. Okay, und das war dann auch schon wieder das Video zum Lego Ninjago Magazin Nummer 63 aus dem Juni 2020. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Magazin unten in die Kommentare, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich auch noch kostenlos machen, und dann hören wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Und ciao.